Mein Weg in der FDJ ist in einer bestimmten Besonderheit. Ich bin von 1949 dann im Herbst im Jugendverband, erst in Brandenburg in verschiedenen Funktionen. Das war einfach, weil keine Funktionäre vorbereitet waren. Ich war Studentensekretär, ich war Agitprop-Sekretär, ich war zweiter Sekretär, ich war Landesvorsitzender der FDJ in Mecklenburg, gehe nach Moskau zum Studium und nun beginnt die Besonderheit. Ich komme zurück und werde erster FDJ-Sekretär für Berlin und Sekretär des Zentralrats der FDJ. Aber 1953, wo ich in Berlin im August beginne, werde ich verantwortlich für eine FDJ in Ost- und in West-Berlin. Das besondere Gebiet Berlin ist mein Erleben. Ich arbeite auf der einen Seite im antifaschistischen Ost-Berlin. Ich arbeite mit der Jugend in Ost-Berlin und wir erfüllen den Plan und ich bin in West-Berlin und kämpfe in West-Berlin gegen den Kapitalismus, gegen den Klassenfeind. Ich kandidiere 1958 in West-Berlin für das Abgeordnetenhaus. Wir sind drei Ost-Berliner. Das ist Langkopf, der Intendant des Deutschen Theaters, Bruno Baum, der Sekretär für West-Berlin in der Bezirksleitung der SED ist. Das heißt, ich erlebe eine Phase, wo ich einerseits mit der illegalen FDJ in der Bundesrepublik Deutschland verbandelt bin, weil ich ja mit West-Berlin zwar als besonderes Gebiet, aber wir wählten in Ost-Berlin nicht für die Volkskammer, die West-Berliner nicht für den Bundestag. Wir waren Vertreter entweder in der Volkskammer oder im Bundestag. Das ging bis 1990 für West-Berlin. Das hörte 1964 für Ost-Berlin dann auf. Die Grenze war ja geschlossen. Da war dann eine Besonderheit entstanden. Das alles gehört zu dem Erleben und zu dem Übergang aus dieser antifaschistischen Haltung, die immer blieb, wenn es um West-Berlin ging, aber die dann in Ost-Berlin mit 1958, wo sich dann die FDJ als sozialistischer Jugendverband versteht, dann wieder eine andere Situation ist.